französischen Derby und Fünfter aus dem deutschen Derby. Alle sind in Position und boxen auf zum 52. Preis von Europa. An der 2400 Meter Marke geht das Feld auf die Reise und an der Außenseite Wild Chief gleich mit in vorderer Linie, gemeinsam mit Earl of Tinstall, dahinter dann With Monsieur, an der Innenseite dann Amazoni, dahinter dann Empoli, gefolgt von Papagena Star mit Girolamo, dann Nightwish mit Hey Little Girl, Sirius und Gardini, der Favorit am Ende des Feldes. Es geht von den jubelnden Tribünen vorbei, Earl of Tinstall mit gut einer Länge an der Spitze, dahinter dann With Monsieur in zweiter Position, an der Innenseite ist dicht auf Empoli mit Wild Chief, an der Außenseite Amazonit mit Papagena Star und Girolamo, dann Gardini mit Sirius, Nightwish und am Ende des Feldes, da galoppiert Hey Little Girl, so geht es durch den ersten Bogen, durch den Scheibenstraßenbogen gleich in die Gegenseite hinein, Earl of Tinstall marschiert vorne weg, dahinter in zweiter Position With Monsieur, an der Außenseite ist dann Wild Chief in dritter Position, dicht auf ist an der Innenseite auch Empoli, dahinter dann Amazonit mit Girolamo innen und Papagena Star, dann Sirius mit Gardini, der sich ein bisschen verbessern konnte, dann Nightwish am Ende des Feldes galoppiert, Hey Little Girl, die Kandidaten sind Mitte der Gegenseite, keine Positionsveränderung, Earl of Tinstall marschiert vorne weg in zweiter Position, With Monsieur, Empoli ist dritter, dahinter ist dann Night Chief an der Innenseite, da ist auch Girolamo mit dabei, dahinter dann an der Außenseite Papagena Star am Ende des Feldes, Hey Little Girl, das Ende der Gegenseite ist erreicht, noch 1000 Meter bis zur Entscheidung, Earl of Tinstall ist vorne, Earl of Tinstall mit Monsieur an der Innenseite, Empoli dahinter ist dann unverändert, Wild Chief mit in vorderer Linie an der Innenseite, da sieht man dann auch Girolamo, jetzt geht es gleich in den Einlauf hinein, das Rennen kommt in die entscheidende Phase und Earl of Tinstall marschiert noch gut, Earl of Tinstall ist vorne, dahinter dann With Monsieur an der Innenseite, Empoli dahinter, dann versucht es Wild Chief, die Vierergruppe ist vorne weg, aber Earl of Tinstall weiter an der Spitze, Eddie Pedrosa macht ihn flott, jetzt kommt der Angriff an die Außenseite von Wild Chief, aber Earl of Tinstall weiter an der Spitze, an der Innenseite Empoli, Earl of Tinstall ist vorne, Wild Chief kommt jetzt angerauscht, Empoli wird nach außen genommen, Earl of Tinstall 200 Meter noch, ist aber vorne, Earl of Tinstall mit dem Kommando, Empoli streckt sich dahinter an die Außenseite, Nightwish wird immer stärker, Empoli hat's aber, Empoli in der Bahn mit ihm wird immer stärker, Empoli mit Earl of Tinstall und Empoli gewinnt den Preis von Europa vor Earl of Tinstall, Nightwish dritter, dahinter dann Girolamo mit Wild Chief, dann Gardini geschlagen mit Papagena Star und dahinter dann Sirius mit With Monsieur und Hey Little Girl mit Amazonit. Vorläufiger Richterspruch, sechster Rennen, 52. Preis von Europa. Sieger ist die 2 Empoli, auf dem zweiten Platz die 1 Earl of Tinstall, dritter die 4 Nightwish und viertes Pferd die 3 Girolamo. Wiederhole vorläufiger Richterspruch, sechster Rennen, 52. Preis von Europa, 2 Empoli, 1 Earl of Tinstall, 4 Nightwish und 3 Girolamo. Ja, liebe Zuschauer, da bleibt mir die Stimme weg. Was für ein Finish, was für ein Rennen. Schauen Sie sich das noch einmal
genau an. Empoli, liebe Zuschauer, ein Kandidat, der, wie hat es Daniel Delius so schön gesagt, überall und nirgends gewesen ist. Er ist in England am Ablauf gewesen, in Epsom, er ist in Maidan am Ablauf gewesen, in Dubai. Er hat überall seine Visitenkarte abgegeben, aber zu dem ganz großen Knall, zu dem ganz großen Triumph hat es überall nicht gereicht. Aber hier kam er mit einem Riesenspeed angeflogen, der vierjährige Harlingsohn Empoli aus der Zucht des Gestüts Ebbesloh, auch das muss man betonen. In den Farben von Valentin Buktojarev und Jewgeni Kapuschew. Im Training beim amtierenden Champion Peter Schirgen und geritten vom fliegenden Holländer. Es ist sein 83. Erfolg. Er wird ja im Herbst nach Katar gehen. Er muss also sein Konto noch weiter ausbauen, um einen Sieg auf das Championat zu haben. Adri de Vries. Ein toller Ritt, ein tolles Rennen. Empoli hatte zunächst an der Innenseite angegriffen, wurde dann noch einmal nach außen genommen, ein bisschen umbuxiert um Earl of Tynstall. Adri de Vries wollte sich da an der Innenseite auf nichts einlassen. Er wollte freie Bahn haben und er hat das großartig gemacht. Und das Pferd Empoli, der hat es wirklich verdient. Empoli, bestens erprobt. Er ist ja unzählige Male am Ablauf gewesen bereits und hat in der halben Welt Erfahrungen sammeln können und jetzt hat es zum ganz großen Treffer gereicht. Empoli, ein vierjähriger Harlingsohn in den Farben von Valentin Buktojarev und Jewgeni Kapuschew im Training und das ist natürlich auch wieder ein ganz toller Erfolg für ihn und auch hier für die Trainingszentrale in Köln-Weidenpesch. Peter Schirgen ist der Trainer.